Und jetzt wieder für Sie, exklusiv. Leichter geht's nicht. Aus dem Sendestudio von Südtirol 1. Das konnte ich doch nicht machen. Südtirol 1, leicht gemacht. So, jetzt haben wir es schon bald geschafft. Halten Sie durch. Es gibt am Schluss noch eine kleine Überraschung. Mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Der letzte Übungsblock. Wenn ein Südtiroler sagen möchte, würden Sie es bitte unterlassen, dauernd in meinen Privatsachen herumzustöbern und alles durcheinander zu bringen? Dann sagt er ganz einfach, was strielschen? Nochmals zum Mitsprechen, was strielschen? Der Südtiroler ist ein rechter Genussspecht. Er weiß also, was gut ist. Wenn er aber sagen möchte, ohne demjenigen nahe treten zu wollen, der diese Speisen zubereitet hat, muss ich sagen, dass sie leider nicht ganz meinem Geschmack entsprechen. Dann hört sich das in etwa so an. Wetscher. Nochmals zum Mitsprechen. Wetscher. Der Südtiroler hat manchmal ein leicht angestautes Aggressionspotenzial. Wenn das dann ausbricht und er sagen möchte, ich warne dich. Solltest du mich noch länger belästigen, bin ich sogar bereit, handgreiflich zu werden. Dann sagt er ganz einfach, soll ich dran jaulegen? Und nun zum Mitsprechen, soll ich dran jaulegen? Und nun zum Mitschreiben, soll ich dran jaulegen? Gelassen hingegen wirkt er in anderen Situationen. Wenn ein Südtiroler zu seiner Frau sagen will, was für eine Frage, mein Schatz. Natürlich liebe ich dich auch. Dann sagt er ganz einfach, ja, ja. Nochmals zum Mitsprechen. Ja, ja. Manchmal hört man aber auch, ich will das so zitieren, jetzt alle mal nicht dabei. Wird diese seine Gelassenheit jedoch nicht entsprechend honoriert, dann ist der Südtiroler schon mal bereit, zu etwas brachialeren Mitteln zu greifen. Wenn er zum Beispiel sagen möchte, so, jetzt ist mir der Geduldsfaden aber endgültig gerissen. Ich sehe keinen Grund, mich weiterhin mit dir auf eine Diskussion einzulassen. Dann sagt er gar nichts, sondern er macht. Und jetzt nochmal zum Mitsprechen. Und jetzt nochmal den ganzen Satz. Hören Sie auch morgen wieder rein, wenn Sie weiterhin sagen wollen. Das hat jetzt ganz schön geduscht, Herr Söder.